Dumizel ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Dumizel ist ein mittelgroßes, schlangenähnliches Pokémon, das in den Farben Gelb, Weiß und Himmelblau auftritt. Der Großteil des Kopfes ist dabei gelb und diese Farbgebung setzt sich an den Stellen fort und nimmt auch den Schwanz ein. Der Bereich des Bauches und des Unterkiefers ist himmelblau, genauso wie die Umrahmung seiner Augen. Auf dem Rücken befindet sich ein Streifenmuster, das zwei himmelblaue und drei weiße dicke Streifen zeigt. Dabei sind die Flügel an den Seiten komplett weiß und das Pokémon hat einen verhältnismäßig großen Kopf. Der Körper ist im Gegensatz dazu aber etwas kleiner. Der Kopf wird von den großen runden Augen dominiert, die seitlich liegen und die bei dem Pokémon stets geschlossen sind. Der Mund befindet sich an der Seite bzw. an der Spitze des Kopfes und am Unterkiefer sind zwei kleine spitze Hörner zu sehen. Auf dem Rücken befindet sich ein bereits beschriebenes Muster, rechts und links davon sind dann die beiden kleinen zweiteiligen Flügel angebracht. Hinten wächst der Schwanz, der einem Kegel gleicht und er ist mit drei dünnen Streifen schwarzer Farbe gemustert. Und in der Shiny-Form sind die himmelblauen Körperbereiche in einem kräftigeren Rosa gefärbt. Dumizel verhält sich eher defensiv, benutzt nur wenige physische und spezielle Angriffe und dementsprechend eher Statusattacken. Zum Großteil sind das Attacken seines Typs normal wie Bodycheck oder Risikotackle. Die wohl besonderste Attacke ist aber Drachenstoß vom, wie man es schon hört, Typ Drachen. Zu seinen Fähigkeiten gehört Edelmut, was die Chance auf Zusatzeffekte erhöht. Andere Exemplare besitzen Angsthase als Fähigkeit, wodurch die Flucht vor wilden Pokémon immer gelingt. Und die versteckte Fähigkeit ist Hasenfuß. Dabei wird aus Angst vor manchen Attacken die Initiative des Pokémon erhöht. Dumizel ist bezüglich seines Lebensraums nicht sehr wählerisch, so lebt es in der Johto- und in der Kanto-Region vorwiegend in dunklen Höhlen und unter Steinen. In Einal und Kalos wiederum hält er sich am liebsten im hohen Gras, das in der Nähe von Flüssen und Teichen wächst, auf. Das Pokémon baut seine Nester immer sehr komplex und unter der Erde auf, wobei ihm der Bohrer an seinem Schweif als Grabwerkzeug dient. Trotz der Flügel kann dieses Pokémon kaum fliegen und sucht deswegen Schutz in Höhlen und im Gras. Dabei ist Dumizel sehr, sehr scheu und flieht, sobald es entdeckt wird. Diese Tatsache erklärt auch, warum Dumizel so selten in den Spielen auftaucht. Dabei hat Dumizel keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinem Typ Normal ist es dabei immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken, und der Rest macht normalen Schaden.